Willkommen zurück bei Gaming mit Aaron. Hier ist wieder euer Aaron und wir besuchen heute mal wieder die gute Panam, da sie wieder mal um Hilfe gerufen hat. Letztes Mal mussten wir Saul retten. Wer das jetzt gesehen hat, das war einer der letzten Parts. Wir rufen uns kurz nochmal ein Auto her und fahren die letzten Meter. Komm, wir steigen ein, setzen uns auf die andere Seite und dann geht's auch schon los. Kilometer. Geh zum Lager der alte Kaldos. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt schon wieder von uns will. Ob es schon wieder um Saul geht. Oder, ich meine, ihr wisst ja, wie wir uns das letzte Mal auseinandergefunden haben. Oh, ja, aber das Auto ist doch bestimmt tauglich für Offroad. Boah. Boah, die Federung von dem Auto ist aber brutals. Normales Auto wird da nicht so rumspringen die ganze Zeit. So, wir sind da. Die restlichen 90 Meter können wir auch laufen. Und sie ist wieder im Lager. Was führt dich hierher? Ich wurde schon wieder gerufen. Alle gemütlich am Lagerfeuer. Macht ruhig weiter. Ach. Saul. Wie? Da bist du ja. Was macht der denn hier? Ich verbiete dir, diesen Militech-Konvoi auch nur anzugucken, also rufst du deinen Freund her? Das Ganze hinter meinem Rücken zu machen? Hey. Deshalb habe ich wieder. Ich habe keinen scheiß Plan, was hier los ist. Gott verdammt, Saul. Du willst doch nicht echt, dass wir uns diesen Basilisk durch die Finger gehen lassen. Doch, will ich. Aber so eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit. Wow, als ich weg war, hat sich ja viel geändert. Nein, nichts hat sich geändert. Die Biotechniker-Leute sind in einer Stunde hier. Also baut bis dahin nicht irgendwelche Scheiße. Gut gelaunt wie immer. Ich fass es nicht. Da geht er hin, um das Gras grün anzumalen. Ich dachte, der Biotechniker-Job wäre ins Wasser gefallen. Saul will, dass wir ihn zu Ende bringen. Um zu beweisen, dass die alte Kaldos zu ihrem Wort stehen. Pflanzenschutz? Wen kümmert denn verfickter Pflanzenschutz? Saul beweist damit nur, dass ein Konzern auf uns rumtrampeln kann und wir uns auch noch bedanken und nach mehr schreien. Was war das vorhin mit dem Basilisk? Das ist ein gepanzerter Militech-Frachtpanzer. Schrott von 2060 oder so. Die wollen ihn an ein Entwicklungsland verschachern, wo er noch als technologisches Wunder bestaunt wird. Der Militech-Konvoi nimmt die 101. Direkt an uns vorbei. Da muss man doch Hallo sagen. Lass mich raten. Die ganze Sache ist deine Idee? Woher weißt du das? Saul wäre nicht so angepisst, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, V hat recht. Hätte Saul die Idee gehabt, würde er sie als den größten Plan auf Gottes Erde anpreisen. Quatsch. So ist er nicht drauf. Doch. Er ist einfach nur feige. Geht lieber auf Nummer sicher. Abwarten. Für die Familie. Ist der Basilisk wirklich noch einen Streit mit Saul wert? Ja, so ein Fahrzeug würde uns endlich wieder auf Spur bringen. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Die Familie fällt auseinander. Wenn wir in diesem Biotechniker-Mist hängen bleiben, nimmt uns nie wieder jemand ernst. Okay, also willst du das doch hinter Sauls Rücken machen. Deshalb hast du mich hergeholt. Cassidy, Ted, Carol und Bob sind auch dabei. Kannst du dich noch erinnern, wie du mal zu mir meintest, ich soll dir gefälligst einen Arschtritt verpassen, wenn du wieder mal was Dummes machen willst? Ja, und kurz danach bist du mit mir ins Ruffenlager gestürmt. Hast deine Chance also da schon verpasst? Nein, das war was anderes. Eine Rettungsmission. Jemand aus der Familie. Doch jetzt willst du Saul in den Rücken fallen. Wird das eine Moralpredigt? Dann kannst du dich nämlich gleich verpissen.
Dachte Saul und du hätten das Kriegsbeil begraben? Dachte ich auch, aber anscheinend nur so lange, wie jemand versucht, uns umzubringen. Genau. Du hast ihm das Leben gerettet. Willst du alles wieder kaputt machen? Ich habe ihn gerettet und er ignoriert trotzdem alles, was ich sage. Was mich angeht, sind wir wieder am Anfang. Warum macht Saul so einen Aufstand wegen diesem Basilisk? Er hat Angst, dass Militech uns vernichtet, wenn wir Streit mit ihnen anfangen. Meint, dass es sicherer ist, auf der Seite der Konzerne zu bleiben. Wie Biotechnica. Lächerlich. Und ihr würdet lieber... Wir würden lieber zu dem zurückkehren, was wir am besten können. Logistik. Also schmuggeln. Habe ich das nicht gesagt? Der Basilisk. Wie planst du den zu klauen? Danke, W. Noch habe ich nicht zugesagt. Okay, lass uns mit den anderen reden. Okay, was haben wir denn da liegen? Ein Aschenbecher. Den Stressball, den können wir gebrauchen. Also sind nur die vier Veteranen an Bord. Sonst niemand? Wir haben die anderen gar nicht gefragt. Das Risiko, dass einer mit Zoll redet, war viel zu groß. Außerdem verstehen eh nur die Veteranen, was es uns bringt, ein Basilisk zu haben. Das klingt ziemlich riskant. Quatsch, das wird ein Kinderspiel. Die haben nicht mal großartig Security beim Konvoi dabei. Außerdem leisten wir damit unseren Beitrag im Kampf für den Weltfrieden. Warum sollte dieses Monster in irgendeinem dritten Weltbürgerkrieg enden? Hier setzen wir es sinnvoller ein. In Amerika. Wolltest du wieder versuchen, Saul zu überreden? Keine Chance, hm? Nein. Okay, alle herhören. Militech wird den Basilisk in Einzelteilen... Und diese, die alle anderen hören das nicht, oder was? Hör ich da Unsicherheit raus? Fick dich. Wir stoppen den Konvoi am Bahnübergang an der 101. Wir greifen von hinten an und verziehen uns so schnell es geht. Noch Fragen oder Wünsche? Gute Arbeit, Schätzchen. Mhm. Schön kurz und bündig, wie ich's mag. Das klingt zu einfach. Verdächtig glückliche Zufälle. Genau die Tech, die ihr braucht, wird euch quasi auf einem Silbertablett serviert? Ja, Saul meinte auch, dass das bis zum Himmel stinkt. Diese Infos zum Konvoi, woher habt ihr die? Carol hat die Militech-Kommunikationskanäle gehackt. Gut genug für dich? Panam hat Stress mit Saul, das weiß ich. Aber ihr? Vor ein paar Jahren hätte keiner im Traum daran gedacht, für Konzerne zu arbeiten. Wir wollen nur einen guten Namen. Wir brauchen nur gute Ausrüstung und Jobs. Das würde Saul sehen, wenn er hin und wieder den Kopf aus seinem Arsch ziehen würde. Okay, bin dabei. Okay, danke. Als erstes fahren wir zum Bahnhof. Da liegt die Lok zum Blockieren der Konvoiroute. Kommst du mit uns mit oder treffen wir uns dort? Ich komm mit. Sehr gut. Los geht's. Irgendwann müssen wir uns eine neue Rüstung besorgen. Steig in Panams Auto, also fährt sie wieder. Ich glaub, deine Stimme hat ein bisschen gezittert. Wie im Leben. Na komm schon, hat es doch bestimmt ein bisschen Pipi. Hilf mich. Aber bist du sicher, dass du keine Spuren hinterlassen hast? Militech wird nichts merken. Willst du mich beleidigen, Bobby? Okay, okay. Hab nichts gesagt. Und es geht wieder los. Was das sind für Windräder dort. Das war's. Fahren wir. Merkt im Lager keiner, dass ihr nicht da seid? Ach, Saul will uns da eh nicht sehen. Ich will doch einen besseren zweiten Eindruck auf die Biotechniker von sich machen. Eure angefressenen Gesichter würden da nicht helfen. Würden sie in der Tat nicht. Was war denn das? Was ist mit den Ruffen? Sind da Probleme zu... Da backen Fahrzeuge rum? Denkt Saul zumindest. Hat rund ums Lager Wachen aufgestellt. Was ist daran falsch? Er bekämpft weiterhin die Symptome und nicht die gottverdammte Krankheit. Vermisst du nicht das Leben in Night City? Manchmal vielleicht. Warum hört die sich so komisch an? Aber ich erinnere mich auch noch an die Lehre. Wenn man begreift, dass nichts etwas bedeutet, wenn man alleine ist. Ja,
obwohl ich nie vollkommen alleine war. Hattest du jemanden? Einen echten Freund. Hieß Jackie. Du hättest ihn übrigens gemocht. Jackie, werde ich mir merken. Ob das mal gut geht. Will Kombinett. Aussteigen. Fettes Teil. Wenn du so drauf stehst, vielleicht sollten wir nur den Zug klauen. Und auf den Basilisk pfeifen. Hier. Mindestlevel 22. Naja, sieht zwar auch eigenartig aus, aber besser als unser jetziges. Ah, das ist eh das Hauptproblem in dem Spiel. Oh! Da haben wir auf jeden Fall eine Riesenverbesserung gehabt, kein Wunder. Dass unsere Rüstung manchmal noch so ein bisschen schlecht ist. Nee. Die gibt wie viel? 31. Ah, die ist eh besser. Und schon sagen wir, so Shorts laufe ich doch hier nicht rum. Dann Schuhe haben wir doch bestimmt auch schon besseres. Da haben wir noch was besseres. So. Jetzt sind wir auch rüstungsmäßig viel besser. Panam, reden wir. Panam. Okay, der Militech-Konvoi wird von Night City zur Basis fahren, wo wir auf den Käufer treffen. Wir halten ihn am Bahnübergang auf. Dafür müssen wir nur dieses Schätzchen in den Weg schieben. Oh. Irgendwelche Fragen? Wie genau wollt ihr das Ding bewegen? Alte Tech, Carol wird sie hacken müssen. Dann muss ich irgendwie Autorisierung vom Kontrollturm bekommen, um sie zu bewegen. Der Turm sieht auch inaktiv aus. Unsere Sorge. Panam und du, ihr besorgt einfach den Autorisierungscode. Okay, an die Arbeit. Okay. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, so schwer war das ja auch nicht. Wenn was schief geht, muss Panam dafür bezahlen. Das wisst ihr, oder? Wie du meinst, wir lassen sie hängen? Ja. Denkst du, Saul krümmt uns kein Haar und Panam muss alles alleine ausbaden? Der Junge gefällt mir langsam, Ted. Er denkt ernsthaft, Panam ist ihm wichtiger als ihre eigene Familie. Als sie den Clan verlassen hat, habt ihr nicht zu ihr gehalten. Warum? Weil Panam sich wie ein Vollidiot aufgeführt hat. Denkst du, sie hat was dazugelernt und ist jetzt klüger? Ja, sie war weg, hat Sachen gelernt, sich allein durchgeschlagen und wusste, wann sie zurückkommen muss. Leute wie sie sind mehr wert als solche, die ihre Herrsche nicht bewegen und machen, was ihnen gesagt wird. Okay. Dann kommen wir jetzt mal mit ihr hier rein. Oder? Sprich mit den Nomaden. Ach, mit ihr. Ach, hallo auch. Hier, um dich nützlich zu machen? Kann ich das denn? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. Du weißt nicht so recht, warum du hier bist, oder? Panam hat mich um Hilfe gebeten. Mhm. Sie kam zurück zu uns, hat Mitch und den Rest wieder auf ihre Seite gebracht. Und trotzdem ruft sie dich an. Schon komisch, oder? Was willst du damit sagen? Hallo, kann ich noch irgendwas sagen? Nee.
Mit ihnen haben wir schon gesprochen. Kann man nochmal hier mit dem was reden? Das klappt, wird Saul richtig sauer sein. Weißt du noch, unser erstes Treffen? Du hast dir wegen Saul fast vor Angst in die Hosen gemacht. Ich erinnere mich aber nicht. Es werde Licht. Gute Arbeit. Danke, Leute. Okay. Wen haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch jemanden? Nee, eigentlich müsste aber die Mission jetzt beendet werden. Was hier? Okay. Das sah gerade nicht so gesund aus. E9 und 7a. Wie sind wir denn jetzt einfach mal hier nach oben gekommen? Hä? Wo sind wir jetzt? Ich war doch hier vorne drin. So. Ach, sind wir da durch den Boden durchgebackt? Was ist denn da? Ich mochte Züge schon immer. Und an den Bahnhöfen führen so viele Schienen zusammen. Mhm. Weichen. Ja, genau. Wenn man die von oben sieht, dann fühlt man sich frei. Als ob man zu 1000 Reisen gleichzeitig aufbrechen könnte. Okay. Ich meine eher hoffnungsvoll. Okay, da wären wir. Ein Medikit. Wonach suchen wir? Was für Karten? Hilfst du mir suchen? Mach ich doch schon. Na klar. Hm. Sieh an. Da haben wir sie ja gefunden. Dann nehmen wir das hier alles noch mit. Was haben wir denn hier? Irgendwas anderes. Ich hab sie schon. Ja, dann würde ich sagen, was von dem Party später. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann reden wir mit Panam. Ciao und bis bald.